So, wie schon angekündigt, werde ich die ganze The Walking Dead Staffelreihe eine Kritik-Review dazu geben. Und ja, wer sich die letzten zwei Parts noch nicht angesehen hat, also die Review zur ersten und zur zweiten Staffel, Link dazu in der Beschreibung, unbedingt ansehen, weil sonst würdet ihr vielleicht ganz, 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 ganz kleines bisschen gespoilert oder auch ganz viel. Ich weiß nicht. Ich mache erst kürzlich Kritik und Reviews, bla bla bla. Wait, ich rede schon wieder zu viel, also los geht's. Rick, das ist schon fast 2 Jahre her, also in der Serie, als Rick im Krankenhaus aufwacht und die Welt nicht mehr erkennt. Die ganze Welt ist zerstört und Dinah findet seine Familie, geht nach Atlanta, erlebt extrem viele Abenteuer. Findet den Farmer Herschel, der eine ganz eigene Meinung zu der Zombie-Apokalypse hat, der die ganz anders da sieht, wo er letztendlich alles explodiert am Ende der zweiten Staffel verbrennt. Und dann führt Rick weiterhin die Gruppe an, bis sie ein neues Depot finden, wo sicher ist. Und zwar wäre das ein Gefängnis. Natürlich ist dieses Gefängnis voll mit Zombies, überall Tausende von Zombies. Die ballern sich dann den Weg frei und versuchen halt zu überleben in dieser Zombie-Apokalypse. Immer noch so geil gemacht, die dritte Staffel. Boah, das ist wie ein Orgasmus auf gut Deutsch. Ich glaube, ich hätte eigentlich Orgasmus genommen. Alter, meine Videos werden immer sexistischer. Naja, also das ist echt genial, die dritte Staffel. Bringt einfach die fünffache Action von den beiden ersten zwei Staffeln zusammen. Die Menschen sind jetzt mit den Psychen fast total am Arsch. Die lassen die Menschen, also Feinde, also es gibt auch jetzt wirklich ein richtiger feindlicher Charakter in der Serie, und zwar wäre das der Governor, dazu gibt es aber später mehr. Die lassen die Menschen halt wirklich elendig verrecken. Rick verliert auch später noch seine Frau. Mehr will ich aber nicht dazu sagen, weil sonst wäre es wirklich ein extrem harter Spoiler. Und extrem viele also ein paar, vier, zwei oder drei wichtige zwei Hauptcharaktere, nice Deutsch, zwei oder drei Hauptpersonen, die sterben einfach mal in der dritten Staffel und werden einfach mal weggefickt auf gut Deutsch, was man einfach gar nicht mal von so einer Serie erwarten kann, was man einfach gar nicht gedacht hätte, dass die auf einmal sterben. Und sie ist einfach noch spannender und viel besser gemacht. Und Rick ballert sich halt den Weg mit seiner Gruppe frei und versucht, das Gefängnis sicherer zu machen, dass es halt auch wirklich ein Depot für Überlebende ist. Und die finden auch einen bestimmten Charakter wieder, der seit der ersten Staffel verschwunden gilt. Ich glaube, wer die erste Staffel gesehen hat, es ist ein Bruder. Mehr sage ich nicht dazu. Den finden sie wieder. Ich will jetzt halt nicht so viel spoilern. Und ja, das wird auf jeden Fall ein sehr epischer Moment. Dazu kommt jetzt auch der erste wirkliche Feind in der Serie. Und zwar wäre das der Governor. Der hat eine kleine Stadt namens Woodbury, wo viele Leute leben, hat er sich aufgebaut in der Zombie-Apokalypse. Aber dieser Governor, der ist nicht mehr normal. Der hat sein Kind als Zombie festgekettet und schminkt es und gibt ihm Kleidern und wäscht es, weil der einfach nicht mehr damit klarkommt, dass seine Tochter ein Zombie geworden ist. Der ist psychisch krank im Hirn. Der sieht von außen eigentlich ganz nett aus, aber man erfährt erst, wenn man wirklich in seine Psyche reingeht oder wenn man ihn so sieht, ist er wirklich krank im Hirn. Und Rick, und der hat auch Ricks Kumpan, also Ricks Teammitglieder, gefangen genommen und gequält und aufgeschlitzt und was weiß ich alles. Rick rettet die natürlich, es wird viel rumgeballert, was ich. Und ja, und somit wird wirklich ein richtiger böser Feind in der Serie geboren. Es gibt immer noch Anspielungen auf die erste Staffel, auf Atlanta und auf die zweite Staffel natürlich auch. Also immer noch unglaublich geil, einfach noch immer beste ever. Mehr kann ich mir dazu auch nicht sagen. Die Zombies treten halt in mehreren Rassen auf. Es gibt mehrere Zombies, sie sind brutaler, es wird mehr herumgeschossen und es gibt auch wirklich einen menschlichen Feind. Und die Psyche der Menschen sind noch kaputter, kann man sagen. Die töten jetzt Menschen
fast in jeder dritten, vierten Folge. Aber für mich kommt es so ein bisschen vor, als würde jeder Charakter einfach mal 40 Zombie ummatzeln können, aber die haben sich auch besser ausgerüstet in den Jahren. Die haben jetzt zum Beispiel auch ein Maschinengewehr, eine MG-Sniper, was weiß ich alles für Waffen, Granaten, Rauchgranaten, was halt alles im Gefängnis gefunden haben. Die finden im Gefängnis auch noch ein paar Gefangene, die sie halt zu der Gruppe dazu nehmen und auf eins dazu nehmen. Und ja, das war die dritte Staffel, bald geht es weiter mit der vierten. Ich würde natürlich noch die Punkte sagen, und zwar kriegt die dritte Staffel von The Walking Dead 10 von 10 Punkten und 2 extra Sterne, weil sie schön brutal ist und immer noch extrem geile Schauspieler dabei sind, die sogar sehr gut schauspielern können, also Andrew Lincoln, wenn man Reed ist, beste. Ja. Ach ja, ich wollte zeigen, und ja, also 10 von 10 Punkten plus 2 extra Sterne, unbedingt einsehbar, Link dazu in der Beschreibung, und jetzt kriegt ihr nochmal den Trailer. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe ein Instagram und ein Facebook-Account. Ich habe 2 Instagrams-Account, besser gesagt 2, ja. Einmal meinen privaten und einmal meinen YouTuber. Und dazu habe ich auch noch eine Facebook-Seite. Könnt ihr mal in der Beschreibung vorbeigucken. Link dazu in der Beschreibung. Es wird der zweite, dritte und vierte Link. Einer dazu zu Instagram oder andere zu Facebook. Also schaut auch noch vorbei. Wer mich stalken will, der kann es ja machen. Na? Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Was auch immer ich mache. Wahrscheinlich auch wieder Nerdtime oder irgendwas anderes. Bis dahin. Ciao. Das ist perfekt. Ich weiß, dass wir alle erschöpft sind. Aber wir müssen weitermachen. Nur noch ein kleines bisschen. Nicht ausstehen! Zurück, los, na los! Willkommen in Woodbury. Dass ihr Ladies da draußen so lange überlebt habt. Sie haben es sich am Ende der Welt bequem gemacht. Ich traue ihm nicht. Du bist kein Killer. Und das weiß ich. Also tu, was du tun musst, damit wir alle in Sicherheit bleiben. Ich gebe dieses Gefängnis nicht auf. Das gehört uns. Wir haben Blut vergossen. Sehen wir euch hier draußen, in unmittelbarer Nähe unserer Leute, werde ich euch töten.